kleines Pony, ist die Welt nicht wunderbar? Mein kleines Pony, mein kleines Pony, wir sind eine gute Runde. Hühnchen und Schleinchen, rasch mich und Schornchen, alle verstehen sich gut. An einem schönen sonnigen Tag passierte am Rande des Ponylandes etwas ganz Seltsames. Aus dem Schornstein einer windschiefen Hütte stieg bunter Qualm empor, und man hörte eine alte Frau merkwürdige Dinge sagen. Das riecht schon gut. Gleich wird es fertig. Zauberelixier der Traurigkeit. So, wollen wir doch mal sehen, was meine Kristallkugel mir heute zeigt. Kristallene Kugel aus glänzendem Glas. Zeig mir, wo Fröhlichkeit herrscht und Spaß. Was müssen meine trüben Augen sehen? Hexenkreuzgewitter und Froschgezwitscher. Was sind das für schrecklich fröhliche Wesen? Pfui, Spinnenbein. Lustige Ponys beim Kuchenbacken. Pfui. Lustig. Wie kann man nur lustig sein? Na, wartet. Miese Liese hat eine Überraschung für euch. Noch ein paar Krötentränen in den Topf. So, jetzt kräftig rühren. Und nun mein Zauberspruch. Zauber über Ponyland. Die Fröhlichkeit ist bald gebannt. Der Trank ist süß, das Glück verschwunden, die Heiterkeit bald überwunden. Zauber über das Ponyland. Doch von all diesen Dingen ahnten unsere Ponys nichts, denn sie steckten mitten in den Vorbereitungen zu Baby Karamells Geburtstagsparty. Und stellt euch erst einmal vor, was in der Babystube los war. Die Kleinen waren völlig aus dem Häuschen. Ich habe heute Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag, tralala, tralala. Ich will auch Geburtstag haben. Hast du aber nicht, denn ich habe heute Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag. Aber du, Baby Karamell, ich darf doch dann auch mit deinen Geschenken spielen, oder? Na klar, Baby-Zitrönchen. Tralala, tralala. Hey, juhu, seh doch mal. Was gibt's denn, Baby-Trixi? Hey, ich habe meinen ersten Zahn gekriegt. Siehst du lustig aus? Hey, wieso? Ich finde das schön. Oh, Baby Trixi, das ist die Spitze. Da können wir zusammen feiern. Du feierst deinen ersten Zahn und ich feiere, dass ich jetzt erwachsen bin. Baby Trixi ist jetzt auch erwachsen. Baby Trixi hat jetzt auch Zahn. riecht ihr das auch? Das riecht ja wunderfantastisch. Jetzt riecht's Baby Trixi auch. Hey, komm gucken gehen. Ja, wir gehen gucken. Oh ja, gucken. Die Babyponys folgten dem süßen Duft, der sich überall ausbreitete. Blümchen, Sauseschnell, Feuerfunke und Schäumchen waren gar nicht begeistert, als die Babyponys die Küche stürmten. Was wollt ihr denn hier? Oh, Kuchenteig. Oh, Baby Karamell will naschen. Baby Trixi auch. Hey,
Guck mal, Blümchen, mein erster Zahn. Oh, Baby Trixi, das ist ja fein. Jetzt bin ich auch groß. Ja, aber jetzt müsst ihr aus der Küche raus. Geht doch noch ein bisschen spielen, okay? Baby Zitrönchen will helfen. Nein, das geht nicht. Es soll doch eine Überraschung werden für Baby Karamells Geburtstag. Oh, fein, eine Überraschung für mich. Zeig her. Nein, Baby Karamell, das geht doch nicht. Dann ist es doch keine Überraschung mehr. Du musst dich noch etwas gedulden. Ach, aber Baby Karamell will sich nicht gedulden. Baby Karamell will Überraschung. Komm, spielt noch ein bisschen draußen im Garten. Ich rufe euch, wenn es soweit ist. Gut, aber nur ein bisschen, dann will ich überrascht sein. Oh, egal, wir spielen. Wir spielen. Puh, das wäre geschafft. Oh, Vorsicht, sause schnell die Torte. Zu spät. Na, sause schnell, das hast du ja fein hingekriegt. Jetzt liegt die Torte auf dem Fußboden. Aber Schäumchen, ich kann doch nichts dafür. Das kann doch jedem mal passieren. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte sie doch nur mit Sahne verzieren. Ach, was soll's. Backen wir eben eine neue. Du, Blümchen, ich glaube, mit einer neuen Torte sieht es schlecht aus. Wir haben nicht keinen Puderzucker mehr. Oh, Fee, was machen wir denn jetzt? Wir müssen aber doch eine backen. Baby Karamell wird sonst ganz enttäuscht sein. Und besonders, wo es jetzt doch schon weiß, dass wir was backen. Ich habe eine Idee. Du? Hey, Schäumchen, hast du das gehört? Sauseschnell hat eine Idee. Das wird eine super Idee sein. Wenn ihr jetzt weiter hier den Geburtstag vorbereitet, fliege ich los und versuche uns noch Puderzucker aufzufangen. Und du meinst, du kannst einfach so losfliegen? Und unterwegs läuft dir irgendwo jemand über den Weg, der zufällig etwas zu viel Puderzucker bei sich hat? Also jetzt lasst mal, das ist nämlich gar keine so schlechte Idee. Einer von uns muss jetzt noch irgendwo Puderzucker auftreiben. Und warum nicht so schnell? Ausgerechnet sause schnell. Wir werden schon sehen. Bis ihr mit Lachen fertig seid, bin ich schon längst wieder zurück. Entschlossen schwang sich sause schnell in die Lüfte und bald sah er die anderen und das Traumschloss nur noch klitzeklein unter sich. Er hatte zwar noch keine Ahnung, woher er jetzt so schnell Puderzucker herbekommen sollte, aber er dachte bei sich: Euch zeige ich's. Ihr werdet schon sehen. Ich komme mit dem süßesten Puderzucker, den ihr je gekostet habt, wieder. Und dann werdet ihr große Ponyaugen machen. Es sollte nicht lange dauern, da vernahm Sause schnell von weitem den Ruf einer alten Frau. Da unten läuft eine alte Frau. Sie zieht einen Wagen hinter sich her. Ich flieg mal näher ran. Vielleicht verstehe ich dann, was sie ruft. Leute, kauft Süßwaren. Zucker, süße, Süßwaren. Hab ich's doch gewusst. Ich, sause schnell, schaffe das. Na bitte, bei dieser alten Frau bekomme ich bestimmt auch Puderzucker. Süßwaren. Hallo Sie, hallo. Haben Sie zufällig Puderzucker zu verkaufen? Wer ruft da? Ich möchte gerne Puderzucker kaufen. Oh, ein kleines Pony. Wie heißt du denn? Ich bin Sauseschnell. Ich komme vom Traumschloss. Uns ist der Puderzucker ausgegangen. Oh, das ist schön. Ich meine, das ist schade. Nur gut, dass du mich getroffen hast, denn ich habe den feinsten Puderzucker, den du dir vorstellen kannst. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, schau her. Dieser Puderzucker ist feiner als der feinste Wüstensand. Du siehst, ich habe genau das, was dein kleines Ponyherz begehrt. Da bin ich aber froh. Sie müssen nämlich wissen, Baby Karamell hat Geburtstag und da wollten wir eine besonders schöne Torte backen. Doch die ist mir runtergefallen und jetzt haben wir nicht mehr genug Puderzucker für eine neue. Nimm nur diesen Puderzucker und euch wird die nächste Torte ganz besonders gut gelingen. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Beinahe hätte ich allen den ganzen Spaß verdorben. Hm.
Dann wird der Spaß schnell vergehen. Wie bitte? Ich meine, das kann ich gut verstehen. Also nimm dir so viel du möchtest. Ich schenke dir den Puderzucker. Oh, das wollen Sie wirklich tun? Natürlich. Ich möchte euch doch eine Freude bereiten. Oh, vielen Dank. Da werden die anderen aber Augen machen. Sauseschnell war begeistert. Er nahm sich so viel er tragen konnte. Er ahnte ja nicht, dass er der Hexe Mieselise über den Weg gelaufen war und dass die nichts so sehr hasste wie Fröhlichkeit und deshalb auch etwas Böses im Schilde führte. Eilig verabschiedete er sich von ihr und flog so schnell er konnte zurück zum Traumschloss. Feuerfunke und Schäumchen hatten natürlich gar nicht mit ihm gerechnet, als er plötzlich vor ihnen im Schlossgarten landete. So, das wäre geschafft. Bitte sehr, hier ist der Puderzucker. Sauseschnell, das gibt's doch gar nicht. Wie hast du das geschafft? Tja, Schäumchen, das war gar nicht so schwer. Ich flog so vor mich hin und überlegte, was ich mache. Da sah ich plötzlich eine alte Frau mit einem Wagen und die verkaufte Süßigkeiten. Stellt euch vor, die war so nett, die hat mir den Puderzucker sogar geschenkt. Conny, jetzt bin ich aber platt. Da können wir ja gleich den zweiten Versuch starten. Los, los, wir müssen uns jetzt beeilen, dann schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig. Hey, da kommen ja die Party-Ponys. Hallo, Luftikus, hallo, Silberstern. Hallo, Schäumchen. Habt ihr den großen Saal schon fertig geschmückt? Na klar, ich habe nur ein paar Mal mit meiner Nase gewackelt und dadurch alle Luftballons herbeigezaubert. Und ich habe überall meine glitzernden Sternengirlanden aufgehängt. Und im Augenblick probt Ballerina gerade noch ein letztes Mal mit den anderen den Ponywalzer. Dann ist sie auch fertig. Ihr werdet staunen. Gut, dann seid ihr fertig. Habt ihr nicht Lust, bei uns in der Küche noch etwas mitzuhelfen? Natürlich hatten sie Lust. Geschwind eilten alle zusammen in die Küche und schon nach kurzer Zeit stand eine wunderschön verzierte Torte auf der Geburtstagstafel im großen Festsaal. In Windeseile umgezogen und fein herausgeputzt, standen alle Ponys um die bunt geschmückte Festtafel und warteten gespannt auf den Augenblick, in dem Baby Karamell die Geburtstagstorte anschneiden durfte. Ach nein, nicht nur darauf warteten sie. Annabelle war auch noch nicht eingetroffen. Ich frag mich wirklich, wo Annabelle bleibt. Sie wollte doch schon längst hier sein. Ich glaube, wir müssen ohne sie anfangen. Baby Karamell, du darfst jetzt die Torte anschneiden. Das erste Stück für Baby Karamell. Aber das nächste kriege ich. Ja, Baby Trixie, weil du heute deinen ersten Zahn bekommen hast, darfst du dir als nächstes ein Stück nehmen. Feine Torte. Ja. Aber jetzt sind wir dran. Los, Ponys, ran an die Torte. Die Ponys stürzten sich voller Begeisterung auf die Torte. Jedes hatte ein riesengroßes Stück auf seinem Teller. Nur Sauseschnell hatte von ihr noch nicht probiert, denn es machte ihm viel mehr Freude, seine Freunde zu beobachten, wie gut die Torte ihnen schmeckte, die ja ohne seinen Puderzucker nie so gut gelungen wäre. Doch plötzlich bemerkte er, wie die Fröhlichkeit aus den Gesichtern seiner Freunde verschwand. Hey, was ist denn mit euch los? Schmeckt's euch nicht mehr? Ach, Sauseschnell, es ist alles so traurig. Traurig? Wieso denn? Ich könnte weinen. Baby Karamell mag nicht mehr Geburtstag feiern. Was hat das zu bedeuten? Hallo, meine lieben Ponys. Nanu, was ist denn hier los? Ich denke, wir feiern heute Baby Karamells Geburtstag. Warum macht ihr denn solche Gesichter? Ach, Annabelle, du bist es. Ja, Feuerfunke. Was hat dir denn die Laune verdorben? Warum soll ich denn fröhlich sein? Geburtstag feiern gehen mir auf die Nerven. Ach, so kenne ich dich ja gar nicht. Du bist doch sonst immer zu Späßen aufgelegt. Ja, und ihr Partyponys, ihr schaut ja auch so grimmig drein. Hey, Luftikus, Ballerina, Silberstern. Was hat euch denn bloß die Stimmung so vermiest? Ach, Partys sind doch langweilig. Genau, Luftikus.
Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir hier den ganzen Glitzerkram aufgehängt haben. Das sieht ja richtig blöd aus. Aber Silberstern, der Saal ist doch wunderschön geschmückt. Wieso gefällt euch das auf einmal nicht mehr? Du, Annabel, irgendwas ist hier faul. Ich glaube, ich bin hier das einzige normale Pony. Vor ein paar Minuten war alles noch in bester Ordnung. Und jetzt? Ja, sause schnell. Was habt ihr denn gemacht, bevor ich gekommen bin? Ist irgendetwas passiert? Nee, überhaupt nicht. Wir haben hier alle zusammen gemütlich an der Geburtstagstafel gesessen und haben uns über die wunderbare Torte hergemacht. Sieh mal, ich habe von meinem Stück noch nicht abgebissen. Wenn du möchtest, kannst du es haben. Waren da alle Ponys noch gut gelaunt? Na klar, es war lustig wie immer. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du also das einzige Pony, das nichts von der Torte gegessen hat? Ich glaube ja. Weißt du, ich war so froh, dass das mit der Torte noch so gut geklappt hat. Du musst wissen, mir ist die erste Torte auf den Fußboden gefallen. Man sollte am besten alle Geburtstagstorten der Welt auf den Fußboden werfen. Da sind sie besser aufgehoben als auf so einer dämlichen Festtafel. Aber Feuerfunke, wie kannst du so etwas sagen? Und ich hatte mich mit dem Puderzucker extra noch so beeilt. Was war denn mit dem Puderzucker? Naja, wir hatten noch keinen mehr, um eine zweite Torte zu backen. Da bin ich schnell losgeflogen und habe welchen besorgt. Wo hast du denn den Puderzucker her? Den habe ich von einer alten Frau, die ich unterwegs getroffen habe. Die hatte einen ganzen Handwagen voller Süßigkeiten und die hat mir den Puderzucker sogar geschenkt. Sehr merkwürdig. Du, sause schnell. Ich habe den Verdacht, dass die Ponys so traurig sind, weil sie von der Torte gegessen haben. Mit ihr ist irgendetwas nicht in Ordnung. Das verstehe ich nicht. Wieso denn? Schmeckt sie nicht? Nein, nein, bestimmt nicht, weil sie nicht schmeckt. Sieh mal, du hast von der Torte nichts gegessen und du bist auch nicht traurig. Aber alle anderen, die von ihr gegessen haben, sind lustlos und traurig. Ja, das leuchtet mir ein. Wo bist du denn dieser Frau begegnet? Gar nicht weit von ihr. Meinst du, mit dem Puderzucker war etwas nicht in Ordnung? Genau. Komm, bring mich dahin, wo du sie getroffen hast. Vielleicht finden wir da eine Spur. Annabel schwang sich auf den Rücken von Sause schnell und wie der Wind erhoben sie sich in die Lüfte. Die anderen Ponys blieben lustlos und traurig im Traumschloss zurück. Bald hatten die beiden den Platz erreicht, an dem Sause schnell der alten Hexe Mieselise begegnet war. So, da wären wir. Hier habe ich die alte Frau getroffen. Ja, man sieht noch genau die Spuren ihres Handwagens. Komm, Sause schnell, wir folgen ihnen. Ja, zum Glück waren die Spuren noch sehr deutlich zu sehen, sodass die beiden keine Mühe hatten, ihnen zu folgen. Doch plötzlich kamen sie an eine Waldlichtung, von der 7 verschiedene Wege abzweigten und an der sich auf einmal die Spuren verloren. Was machen wir denn jetzt? Woher sollen wir wissen, wo es jetzt weitergeht? Die Spur ist nicht mehr zu sehen, Annabel. Wir können doch jetzt nicht mehr umkehren. Wir müssen uns für einen Weg entscheiden. Aber für welchen? Ach, wenn wir doch nur jemanden fragen könnten. Uhu! Uhu! Warum fragt ihr nicht mich? Uhu! Uhu! Eine Eule! Ja, kannst du uns denn sagen, welchen Weg wir nehmen müssen? Wo wollt ihr denn hin? Ach, wir suchen eine alte Frau, die hier mit einem Handwagen vorbeigekommen sein muss. Bis hierher konnten wir ihre Spuren verfolgen, aber jetzt haben wir sie verloren. Wollt ihr mir etwa erzählen, dass ihr die böse Hexe Mieselise sucht? Wieso? Eine böse Hexe? Das ist doch eine nette alte Frau gewesen, die mir den Puderzucker geschenkt hat. Nette alte Frau? Dass ich nicht lache. Hat sie euch denn nicht auch verzaubern wollen? Ich fürchte ja. Bei meinen Ponyfreunden ist es ja jedenfalls gelungen. Mieselise kann es nicht ertragen, wenn sie irgendwo Fröhlichkeit sieht. Es erzaubert sie mit Vorliebe Trübsinn in die Welt. Aber sie hat mir doch nur ein bisschen Puderzucker geschenkt. Das seht ihr ähnlich.
Das war ihr Zauberzucker, der macht jeden, der davon kostet, zu einem trübsinnigen Wesen. Ach, wir müssen sie unbedingt finden, sonst wird unser Traumschloss ein Trauerschloss. Liebe Eule, könntest du uns sagen, wo Miese Liese wohnt? Ihr müsst den Weg nehmen, an dem die alte Trauerweide steht, und folgt den Bäumen mit den tief herunterhängenden Zweigen, dann könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Und seid auf der Hut. Die ist richtig mies. Vielen Dank, liebe Eule. Komm, sause schnell. Du, Annabel, ist das gefährlich? Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Schau, da vorne steht eine windschiefe Hütte. Da muss die alte Hexe wohnen. Wir schleichen uns vorsichtig ran. Ich hab Angst, Annabel. Ich auch, sause schnell. Aber warte, ich habe das Regenbogenmedaillon, das ihr mir geschenkt habt, bei mir. Ja, hier ist es. Das beruhigt mich. Dort ist ein Fenster. Schau mal hinein. Ist das die alte Frau? Ja, das ist sie. Vorsicht! Duck dich! Ah, was sehe ich denn da? Zwei Ponyohren und ein blondes Menschenkind. Wer seid das also, die hier diesen grässlichen Geruch verbreiten? Guten Tag, Frau, Frau Mieseliese. Ich bin Annabel und das ist... Wo ist er denn? Ach, sause schnell, komm doch hinter dem Busch hervor. Das ist mein Ponyfreund, sause schnell. Guten Tag. Ah, dich kenn ich doch. Dich habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Wo war das nur? Ah, ja, du bist doch das Pony, dem ich den Puderzucker geschenkt habe, was? War der etwa nicht gut? Willst du dich beschweren? Sie sind böse und gemein. Oh. Was? Was muss ich denn da hören? Du schmeichelst mir. Ich bin gerne böse und gemein. Nette Leute sind mir ein Greuel. Auch wenn du es liebst, gemein zu sein, das ist noch lange kein Grund, anderen den Spaß zu vermiesen. Du hast Baby Karamells Geburtstag verdorben. Ach, Papalapap, eure Freunde werden nie mehr glücklich sein. Sie werden gar nicht mehr wissen, wie das ist. Du musst den Zauber rückgängig machen. Bitte, Mieseliese. Was soll ich? Mieseliese, ich bitte dich ein letztes Mal. Mach den Zauber rückgängig. Sonst... Du drohst mir? Du kleines Würstchen, willst dich der Macht der großen Hexe, Mieseliese, widersetzen? Ja, das will ich. Ich besitze etwas, das 1000-mal stärker ist als dein Missmut und deine Zauberkräfte. Das will ich sehen. Hier, dies ist unser Zauberregenbogen. Der kann dich fröhlich machen. Ja, fröhlich. Willst du denn nicht einmal in deinem Leben spüren, wie schön es ist, glücklich zu sein? Oh, glücklich. Ich war noch nie glücklich. Ich war immer schon griesgrämig. Ich hasse es, glücklich zu sein. So, aber jetzt ist Schluss mit dem Gerede. Wie es scheint, hat euch mein Zauber nicht erreicht. Es wird höchste Zeit, dass ihr ihn kennenlernt. Oh, Annabel, ich hab Angst. Jetzt will sie uns auch verzaubern. Ich habe keine Lust, für alle Ewigkeit traurig zu sein. Nimm bitte schnell den Zauberregenbogen. Hier ist er doch. Hoffentlich klappt's. Los, Regenbogen, versprühe deine Kraft. Oh, was ist mir?
Oh, ich spüre auf einmal so ein merkwürdiges Gefühl in mir. Mir wird ja so warm. Hurra, es scheint zu funktionieren. Ich habe ja so ein Glücksgefühl im Bauch. Wie das kribbelt. Na, ist es nicht ein schönes Gefühl, glücklich zu sein? Ich glaube, ich mag das Gefühl. Hey, Annabelle, hast du das gehört? Wie mag es, glücklich zu sein? Oh, war ich dumm. Ach, was geht's mir jetzt gut? Ich fühle mich so pudelwohl wie noch nie in meinem Leben. Aber Mieseliese, wo bleibt denn deine schlechte Laune? Oh, ich weiß nicht. Sie ist weg. Ich brauch sie nicht mehr, sie ist langweilig. Ach, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich glaube, meine nächste Erfindung wird ein Elixier, das alle Wesen so glücklich macht, wie ich es bin. Nun mal langsam, Mieseliese. Nicht schon wieder so einen Zauber. Ach so. Lass doch die, die glücklich sein wollen, glücklich sein. Und alle, die traurig sind, ohne Zauber wieder glücklich werden. Wo wir dabei sind, du musst unbedingt die Wirkung des Puderzuckers wieder rückgängig machen. Ach. Oh, die Ponys, die hätte ich ja glatt vergessen vor lauter Freude. Kommt, wir schauen mal in meine Kristallkugel und sehen nach, was sie gerade machen. Ja, hier ist sie. Kristallene Kugel aus glänzendem Glas. Zeig mir den Ort ohne Freude und Spaß. Ach du liebes Pony, da sind wir. Annabelle, schau mal, alle unsere Freunde sind in dieser Kristallkugel zu sehen. Ach, die Armen. Sie sind immer noch so traurig. Mieseliese, du musst den Zauber aufheben. Oh je, was habe ich nur gemacht? Oh, warte, da fällt mir was ein. Hier habe ich mein Zauberbuch. Moment, gleich habe ich's. Ah ja, da steht es. Will man einen bösen Zauber rückgängig machen, so schaut man tief in die Kristallkugel hinein und sagt folgenden Zauberspruch. Also, hier ist die Zauberkugel. So, und jetzt passt mal auf. Gute Geister, eilet herbei, brecht meinen bösen Zauber entzwei. Froschgezwitscher, Spinnenbein sollen nicht mehr wirksam sein. Hey, Annabelle, guck mal, Feuerfunke lacht wieder. Ja, die Stimmung ist wieder so, als wäre nie etwas geschehen. Oh, ist das eine Freude. Ja, die böse Hexe Mieseliese war wie ausgewechselt. Glückselig machte sie sich mit Sauseschnell und Annabelle auf den Weg zum Traumschloss. Denn jetzt, jetzt wollte sie auch fröhlich feiern. Und die Ponys, die hatten nichts dagegen. Denn sie hatten schon längst vergessen, was mit ihnen geschehen war. Als die drei im Traumschloss ankamen, wurden sie freudig begrüßt. Annabelle, warum kommst du so spät? Ich hab doch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby Karamell. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Aber Sauseschnell und ich, wir hatten noch etwas zu erledigen. Hey, Sauseschnell, was habt ihr denn gemacht? Erzähl doch mal. Und wer ist die alte Frau, die ihr da mitgebracht habt? Ach, weißt du, Feuerfunke, wir haben nur mal eben ein kleines Experiment mit unserem Zauberregenbogen gemacht. Tja, und hier, darf ich euch vorstellen, das ist unsere neue Freundin, die gute Hexe Mieseliese. Guten Tag, meine lieben Ponys. Du, willst du mal meinen ersten Zahn sehen? Hier, guck mal. Hey, pass mal auf, ich mache euch noch ein paar Luftballons. Fein, Luftikus. Dann kann ja jetzt die Geburtstagsfeier beginnen. Ja, prima! Ja. Na, Mieseliese, wie gefällt es dir hier bei den Ponys? Oh. Hast du schon mal so ein tolles Fest miterlebt? Ach, Ivo, noch nie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so schrecklich glücklich. Nun war es doch noch ein schönes Geburtstagsfest für Baby Karamell geworden.
Die Partyponys sorgten wirklich für eine tolle Stimmung im Traumschloss. Alle Ponys tanzten im großen Festsaal umher und nahmen Mieselise in ihre Mitte. Aus der bösen Hexe Mieselise war nun die gute Hexe Liebelise geworden. Und die hatte vor lauter Rührung Tränen in den Augen, als Baby Karamell sie am Abend zum Abschied auf die Wange küsste und sagte: Du bist die liebste Hexe auf der Welt. Mein kleines Pony, mein kleines Pony, es wird Zeit für uns zu gehen. Mein kleines Pony, mein kleines Pony, wäre das nicht toll, ein Wiedersehen. Blümchen und Schleimchen, wasch mich in Schäumchen, winken und rufen, Hurra!